Ihre Lizenz für den chinesischen Markt. Tanja und Sebastian haben den China-Deal durchgezogen. Ich habe Ihnen den China-Deal ganz klar untersagt. Der Deal mit Fong steht. Ich habe gerade mit ihm telefoniert und alles abgeblasen, also euer Deal ist Geschichte. Akzeptier einfach, dass du von jetzt an genau das tust, was ich dir sage. Egal, ob es dir passt oder nicht. Ich habe einen Typen umgefahren, dem geht's jetzt ziemlich kacke. Problem gestellt, Problem eingesehen. Ja. Wie geht's jetzt weiter? Dieser Mann, der ist für immer gelähmt, ja. Aber du nicht. Und ob du wieder laufen kannst oder nicht, es liegt allein in deiner Hand. Stell dich deinem Problem. Ich weiß einfach nicht, wie. Im Grunde geht es doch nur noch um diesen letzten entscheidenden Schritt. Du hast diesem Bernd Hillmann doch schon unzählige Briefe geschrieben. War nicht abgeschickt. Das Wesentliche ist doch, dass du dich die ganze Zeit über damit beschäftigt hast. Und ich glaube, es würde dir viel bringen, wenn du diesen Hillmann jetzt persönlich triffst. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Es ist aber bereits alles für Sie vorbereitet. Schön. Ach, Vicky. Es tut mir leid. Ich habe dich gehen lassen. Für einen Moment. Es hatte nichts zu bedeuten. Kommt nicht wieder vor. Ich habe den Typen angefahren. Meinetwegen ist er gelähmt. Meinetwegen sitzt er im Rollstuhl. Wenn ich jetzt zu dem fahre und mir reinziehe, dass sein ganzes Leben ein Haufen Scheiße ist und ich dran schuld bin. Ich weiß einfach nicht, was das bringen soll. Warum mir das helfen soll, verstehst du? Aber so kannst du doch auch nicht weitermachen. Dieser Unfall, der lässt dich doch nicht los. Und deine ewigen Schuldgefühle, die machen dich total fertig. Außerdem glaube ich, du bist kein Mensch, der ewig vor Dingen davonrennt. Du siehst den Dingen ins Auge. Warte nicht länger damit. Und wer weiß, wenn du dir selbst dadurch verzeihen kannst, dann vielleicht gehen dann deine Lähmungserscheinungen weg. Deine Entscheidung. Ich bitte dich nur, denk drüber nach. Okay. Okay? Ich zieh das durch. Ich fahr zu Hillmann. Aber nur, wenn du mitkommst.
Hast du Fong erreicht? Ich persönlich. Aber den Leiter der chinesischen Wirtschaftsdelegation. Aber natürlich verwirrt, dass Hagen den von uns bereits beschlossenen Deal wieder abgesagt hat. Ja, logisch. Ich konnte ihn Gott sei Dank überzeugen, dass er die Genehmigung für unsere LCL Flagship Stores in China nicht zurücknimmt. Aber doch nicht einfach so. Natürlich nicht. Um sicherzugehen, dass wir nicht wieder kurzfristig abspringen, wollen Sie jetzt eine kleine Vorableistung von 2 Millionen. Danke, Hagen. Sebastian, was hast du erwartet? Wir planen ein Geschäft gegen Hagens explizites Verbot. Aber entspann dich doch und sieh es als Spiel an. Als Spiel? Ja. Du willst deine Familie davon überzeugen, dass du derjenige bist, der die Firma leiten sollte. Und Hagen will alle überzeugen, dass Landstein Enterprises politisch korrekt und absolut ökologisch wirtschaftet. Dass er uns alle damit ruiniert hat. Nein, bis dann machen wir alle einen auf Selbstversorger. Sehr witzig. Was ist wirklich dein Plan? Hagen hat eine Schwachstelle. Er will die Familie zusammenhalten. Hm. Lass ihn in dem Glauben, dass du mit ihm kooperierst. Hinter seinem Rücken treiben wir 2 Millionen auf, expandieren nach China und schlagen ihn dann aus dem Feld. Ich werde mich morgen mit Hillmann treffen. Mit dem Typen, den du angefahren hast? Wieso das denn? Weil es mir helfen könnte. Du, der wird sich bei dir bedanken, wenn du nach Jahren einfach so bei ihm auftauchst. Und dir geht's danach wahrscheinlich noch schlechter. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Mein Schluss steht fest. Okay. Aber dann komme ich mit. Ich fahre dich. Caro hat schon alles organisiert. Caro. Du willst dann morgen mit Caro hin? Ja. Weil sie recht hatte. Die ganze Zeit. Es hat sich eben einfach so ergeben. Und es fühlt sich richtig an. Außerdem ist diese ganze Traumasache auf ihrem Mist gewachsen. Sie ist ihren Rücken gefallen. Sie hat diese E-Mail bei LCL verschickt und allen von deinem Unfall erzählt. Ich glaube, es ist das Beste für uns alle, wenn wir nicht mehr daran denken. Vielleicht versteht ihr euch ja dann auch wieder besser, oder soll das jetzt ewig so weitergehen? Ja, hoffentlich nicht. Du willst das Geld aus den einzelnen Abteilungen ziehen? Ja. Bis zum großen Kassensturz am Jahresende sind die Löcher wieder gestopft. Mit dem Gewinn aus dem China-Deal. LCL braucht das Geld. Mm-mm. Seit dem Höhenflug von Juri Adam hat Ansgar die Budgets so hoch angelegt. Kein Mensch wird es merken. Doch, Hagen. Du hast keine Befugnis, ohne Absegnung von oben an die Gelder zu kommen. Ich hab sie leider auch nicht mehr. Gut, dass ich dich sehe. Die Schweizer warten auf eine Reaktion von uns auf ihr Investmentangebot. Ich bin mal davon ausgegangen, dass du das jetzt auch übernimmst. Nein. Mach nur. Könnte schwierig werden ohne Vollmacht. Wieso, die hast du doch. Ach, du. Du bist davon ausgegangen, dass ich dir wegen eures Alleingangs in China gleich die Vollmacht entziehe. Sebastian. Vertrauen gegen Vertrauen. Ich gehe davon aus, dass sowas nicht wieder vorkommt. Ja, ich würde mal sagen, Problem gelöst, ne? Thomas, bist du ja? Ich habe mir Sorgen gemacht. Wo bist du denn gewesen? Ich meine, es war doch alles so schön vorbereitet. Ist irgendwas mit Tommy oder mit dir? Vicky, hör zu. Das mit uns beiden. Das geht so nicht.
wir müssen das beenden. Tut mir leid. Hagen will dich also nicht als Feind, sondern er will dich an seiner Seite haben. Aber natürlich nur zu seinen Bedingungen. Er vertraut mir immer noch. Obwohl ich ihn hintergangen habe. Ach komm schon, Sebastian. Jetzt sag mir nicht, er hat dich mit der Nummer gekriegt. Er kommt nach einem Jahr zurück, setzt sich an die Spitze, weil dein Vater das angeblich so verfügt hat. Aber das war gerade kein Zeichen von Vertrauen. Das war der erhobene Daumen Cäsars, Gnade vor Recht walten zu lassen. Tanja, du musst mich nicht mehr überzeugen. Nicht? Hagen hat sich doch um einen Dreck um die Familie geschert. Verantwortung? Ist doch ein Fremdwort für ihn. Wenn er glaubt, er kann jetzt hier alles umwerfen, was ich mühsam aufgebaut habe, dann hat er sich gründlich geschnitten, hat überhaupt keine Erfahrung. Kann die Konsequenzen seines Handelns doch gar nicht abschätzen. Jetzt lässt er mir gnädigerweise die Vollmacht? Na, vielen Dank, dann werde ich das auch nutzen. Wir ziehen den Deal mit den Chinesen durch. So, alle Posten durch. Wir haben die 2 Millionen zusammen. Oh. Ja, du bist. Ich weiß. Ich weiß nicht, ist es irgendwie seltsam, dass mich das anmacht? Nicht für mich. Jetzt werden wir das Geld an Fonds weiterleiten. Wir ziehen die ersten Flagship-Stores auf. Und wenn dann erstmal die Gewinne fließen. Sitzt du wieder fest im Sattel. Und deine Familie wird einsehen, dass wir mit LCL eher aller Zukunft absichern, als mit dem englischen Gaul, der mindestens das Doppelte gekostet hat. Es geht mir in erster Linie darum, zu sehen, was überhaupt vorhanden ist. Ich brauche einen detaillierten Überblick über die Finanzen in allen Sparten von Lunch & Enterprises. Und wieso willst du da mich dafür? Du bist die Richtige. Du, ganz ehrlich, in der Firma, da laufen zigtausend BWL-Fuzis rum, die haben wesentlich mehr Ahnung von Buchprüfungen und Bilanzen, als ich das hab. Da ist niemand, dem ich wirklich traue. Alle Leute dort wurden von Sebastian, Tanja oder Ansgar eingestellt. Woher soll ich wissen, ob die nicht heimlich gegen mich arbeiten? Also was ist? Bist du dabei? Wenn es dir hilft. Sehr gut. Du hast Zugang zu allen Bereichen, bekommst uneingeschränkte Einsicht. Kannst du gleich anfangen? Es gibt mir ein paar Minuten, aber dann... Okay. Hey, Papa! Durch. Das ist rein geschäftlich. Das hoffe ich doch. Gut, wir sehen uns später. Jetzt isst du das alte Croissant und ich bringe frische Brötchen mit. Schlägt Domino? Ja. Ich wollte dich übrigens gleich anrufen, weil ich muss los. Ach, ich dachte, du bringst Tommy heute in die Kita. Du, das geht nicht. Hagen will das Gestüt ausbauen. Der hat mich gerade angeheuert. Der sucht eine Assistentin. Aha. Na, toll. Ist irgendwas? Ja. Hat es irgendwas mit Mama zu tun? Ich habe den kaputten Rahmen gesehen. Ja, das ist mir runtergefallen. Das war ein Versehen. Es ist nur ein Bild. Was heißt denn hier nur ein Bild? Es geht um die Erinnerung. An Vicky. An deine Mama. An unser ganzes Leben. Papa. Also frühstückst du jetzt auch nicht mehr mit. Und wer bringt jetzt Tommy in die Kita? Ja, okay, ich bringe ihn noch hin, bevor ich nach Königsbrunn fahre, ja? Aber ich muss jetzt los. Hier. Ich habe ein
extra stark gemacht. Caro. Ja, dann geh nicht ran. Ich muss ihr wenigstens absagen. Ja, Caro? Hey, pass doch auf! Das ist ja wohl eine bodenlose Frechheit. Caro? Tore? Entschuldige bitte, der hat mich gerade so ein ungehobelter Kerl geschnitten. Beschnitten? Ja, ich habe mir einen Wagen geliehen und bin auf dem Weg zu dir. Ach so, ja, Caro, du, ich habe nochmal drüber nachgedacht. Du, ich finde, das ist keine so gute... Was? Du, ich verstehe dich ganz schlecht. Ich bin in 10 Minuten da. Bis gleich. Ja, was ist? Ja, sie ist gleich da und holt mich ab. Gut, dann warte ich unten und sag ihr, dass du nicht mitkommst. Nein. Nein, ich zieh das jetzt durch. Schlimmer kann es eh nicht werden. Zum Wohl. Du, das wäre doch eigentlich ein guter Zeitpunkt, um mit LCL an die Börse zu gehen. Jetzt willst du es aber wirklich wissen, was? Ja, wieso nicht? Die Nachricht, dass wir nach China expandieren, das wäre doch der ideale Startschuss. Eine Überlegung ist es wert, sobald ich wieder an der Spitze bin. Das ist hoffentlich bald. Hagens Sekretärin. Der hätte ja gleich am Empfang bei LCL bleiben können. Hagen kann jede Hilfe gebrauchen, um hier wieder Fuß zu fassen. Seine Familie hat ihn ja nicht gerade mit offenen Armen empfangen. Ich will einfach für ihn da sein und ihm helfen, so gut es ihm geht. Das verstehe ich. Und was sagt Anna dazu? Die weiß auch gar nichts davon. Aber was soll sie schon dazu sagen? Ich meine, immerhin geht sie Hagen sowieso aus dem Weg. Was genau sollst du machen? Sollst du ihm im Geschüt helfen? Alles, was so anfällt. Mein Hagen hat die Geschäftsführung ja gerade erst übernommen und muss sich erst einarbeiten. Und da braucht er jemanden, der ihm zuarbeitet, auf den er sich eben 100% verlassen kann. Zum Beispiel soll ich rausfinden, wo im Unternehmen ich Geld abziehen kann, das Hagen wiederum dafür verwenden kann, das Gestüt auszubauen. Dass das nicht jedem in der Familie fällt, kann ich mir lebhaft vorstellen. Früher hätte ich Hagen nie so hintergangen. Das wäre früher auch gar nicht nötig gewesen. Da hat er sich nämlich schön aus allem rausgehalten. Übrigens auch dann, wenn du seine Hilfe nötig gehabt hättest. Sieh's einfach so. Er will jetzt mitmischen, steuert in die falsche Richtung und du lenkst einfach korrigierend dagegen. Hm? Guten Morgen. Guten Morgen. Gibt's was zu feiern? Ja, Emma macht seit heute Morgen Purzelbaum, willst du mal sehen? Süß. Sebastian. Ich treffe mich hier mit einem Pferdezüchter. Willst du vielleicht dabei sein? Wozu? Ich hab doch gar keine Ahnung von Pferden. Wie du meinst? Das war knapp. Der hat nichts gemerkt. Diese Zahlen hat Hagen mir selbst gegeben. Aber hier fallen die Budgets der einzelnen Abteilungen von LCL viel geringer aus. Hm. Wie kann das denn passieren? Ja, entweder es ist ein Tippfehler oder jemand hat bei den Budgets getrickst. Wir brauchen den Wagen erst wieder am Mittag bei LCL. Wir haben also genug Zeit. Also, du hast genug Zeit. Ich habe mir gedacht, es ist besser, wenn ich im Auto warte, während du mit Hillmann redest. Ich weiß immer noch nicht, ob das eine gute Idee ist. Doch, ganz bestimmt sogar. Was soll ich dem überhaupt sagen? Hey, weißt du noch, wer ich bin? Ich bin der Typ, der dich auf der Straße hat liegen lassen, dich zum Krüppel gemacht hat. Ich sitze jetzt auch im Rollstuhl. Vielleicht kannst du mir ein paar coole Tricks beibringen. Die Tricks wirst du nicht mehr brauchen, weil du dieses Mistding bald nicht mehr brauchst. Glaubst du mir nicht? Tore? Alles okay? Lad den Rollstuhl aus, ich bleib hier. Nein, nicht nachdem ich mich so damit abgerackert habe. Ich meine das ernst. Ich auch. Ich weiß, dass du weißt, dass das der richtige Schritt ist. Du hast nur Angst davor. Ja, ich habe Angst davor und ich habe auch kein Problem damit, das zuzugeben. Deswegen blasen wir die ganze Aktion jetzt ab. Holst du bitte meinen Rollstuhl von hinten raus? Nein.
Ich weiß was. Vielleicht kann ich dir helfen, deine Angst in den Griff zu kriegen. Du wirst es nicht mögen und ich glaube auch nicht, dass es funktioniert, aber ein Versuch ist es wert. Wenn du selber noch nicht mal dran glaubst. Ja, aber meine Mutter, die schwört darauf, dass... Ja, die hat schon mit dieser Methode Hinz und Kunz aus depressiven Episoden rausgeholt. Bitte, gib mir die Chance. Vor allem gib dir die Chance. Und wenn du dann immer noch Nein sagst, dann lasse ich dich in Ruhe, okay? Klangschalen. Kennst du das? Ja, natürlich, aber dass ausgerechnet du jetzt auf dem ESO-Trip bist. Kosmische Intuition. Bist du jetzt genauso durchgeknallt wie eure Mutter? Wir benutzen jetzt den Klang der Schalen, um deine Angst unter Kontrolle zu bringen. Bereit? Und? Was? Und glaubst du nicht im Ernst, dass das funktioniert, oder? Meine Mutter meint, man muss nur den richtigen Klang finden, der zu einem spricht. Zu mir spricht gerade nur meine innere Stimme und die sagt mir, du solltest weniger auf deine Mutter hören. Das ist sie, oder? Hast du es gehört? Schulz, ich bekomme gerade wirklich Angst und zwar vor dir. Okay, und jetzt... Genau. Jetzt stellst du die Schale genau dahin, wo deine Angst sitzt. Und dann wird der Schall der Klangschale sie einfach vertreiben. Redest du jetzt gar nicht mehr mit mir, oder wie darf ich das verstehen? Doch. Hallo, Biggie. Ich hab dir doch gesagt, dass ich keine Lust auf solche Spielchen habe. Wenn du das zwischen uns beenden willst, dann tu's doch einfach. Ich komm schon irgendwie damit klar. Stattdessen lädst du mich zum Essen ein und lässt den Tisch wunderschön romantisch decken und dann versetzt du mich. Und als ich dir zufällig über den Weg laufe, da gibst du mir ganz nebenbei den Laufpass? Naja, also ganz nebenbei ist gut. Also ich hätte dich ja noch angerufen. Das ist natürlich nett. Ist ja besser, als eine SMS zu schreiben, oder? Sag mal, darf ich dich vielleicht mal daran erinnern, dass ich jetzt nicht über dich hergefallen bin, sondern dass wir übereinander hergefallen sind? Frau Schumann? Ja, jetzt nicht. Bitte? Oh. Gräfin, Entschuldigung. Kann ich irgendwas für Sie tun? Ja, ich habe einige Male nach Ihnen geklingelt, aber Sie haben mich offensichtlich nicht gehört. Ich möchte gerne, dass Sie mir bei Ihren Besorgungen in der Stadt einiges mitbringen. Sehr gern sofort. Männer. Die reinsten Fluchttiere. Treffender hätte ich es nicht ausdrücken können. Ich habe eben die Bestätigung aus dem Wirtschaftsministerium bekommen. Zahlung ist bereits eingegangen, wir können loslegen. Ach, ich würde am liebsten direkt rüberfliegen und mich persönlich um unseren ersten Laden in China kümmern. Ja, das kann ich verstehen. Aber wenn Hagen merkt, dass Gelder fehlen und du die ganze Zeit in China bist, kann selbst er eins und eins zusammenzählen. Hm. Na komm schon. Das Wesentliche ist doch, dass wir die 2 Millionen zusammen haben. Dank der überschüssigen Budgets. Ihr wart das. Wir waren was? Ihr habt das Geld aus den Abteilungen von LCL genommen. Wieso fragst du? Du hast überhaupt nichts mehr mit LCL zu tun. Naja, indirekt schon. Ich soll gucken, wo im Unternehmen Überschüsse sind, die Hagen wiederum verwenden kann, um das Gestüt auszubauen. Hätte er mir ruhig sagen können, dass er euch schon damit beauftragt hat. Hat er nicht. Und wenn es nach uns geht, Marlene, muss er auch niemals von dieser Transaktion erfahren, okay? Moment. Heißt das, ihr habt euer eigenes Unternehmen beklaut? Tanja, warum? Spürst du schon was? Wenn du mir noch sagst, was genau ich spüren soll? Wie sich deine Angst im harmonischen Klang der Töne auflöst.
Meine Geduld löst sich gerade auf. Du musst die Augen zumachen, sonst funktioniert das nicht. Und schlag noch mal. Aber nur, wenn du mich danach nach Hause fährst. Nur, wenn du dich jetzt mal wirklich drauf einlässt. Du hast echt einen an der Waffel, Schulz. Los, Augen zu. Schlagen. Du hast gesagt, wir müssen beide die Augen zumachen, damit das funktioniert. Was ist? Wie fühlst du dich? Das ist das Dämlichste, was ich je gemacht habe. Hast du noch Angst? Ja, hab ich. Und zwar vor dir. Die ganze Sache macht mir mehr Angst als dieser Typ. Wunderbar. Das war der Plan. So, können wir jetzt endlich mal los? Ihr wollt diesen China-Deal also ohne Hagens Wissen durchziehen? Wir sind bereits dabei. Marlene, wenn wir nicht nach China expandieren, werden uns die anderen Modefirmen irgendwann abhängen. Und ich finde, wir alle, auch du, wir haben zu hart dafür gearbeitet, als dass wir LCL jetzt nicht in eine sichere Zukunft führen sollten. Also ich finde es besser, wenn du mich da raushältst, ja? Immerhin reden wir hier vom Betrug. Ich hab's dir doch erklärt. Das Geld ist quasi nur geliehen. Und sobald die ersten Gewinne fließen, legen wir die Karten offen auf den Tisch. Und bis dahin. Also entschuldigt, aber ich finde das einfach nicht in Ordnung. Musst du ja auch nicht. Du musst es einfach nur für dich behalten, okay? Hagen hat mir den Job gegeben, weil er mir vertraut. Und ehrlich gesagt, verstehe ich langsam auch, warum. Du enttäuschst mich. Hagen war ein Jahr lang im Dschungel. Und wenn du mich fragst, ein wichtiger Teil seines Gehirns ist noch gar nicht wieder hier angekommen. Und du vertraust ihm mehr als mir? Darum geht's ja gar nicht. Ich finde diesen China-Tier super, das klingt toll. Aber ich bin mir sicher, dass ihr das auch mit Hagen gemeinsam durchziehen könnt. Glaubst du, das hätten wir nicht versucht? Nee, Leute, ich kann Hagen da jetzt nicht so in den Rücken fallen. Ich muss ihm das sagen. Scheiße. Womit kann ich euch denn glücklich machen? Großkalibergewehr für Hornochsen. Okay, ich komme gleich nochmal. Ist ja wohl ganz klar, dass Thomas hier Scheiße gebaut hat, oder? Was sollst du denn da jetzt falsch gemacht haben? Thomas ist doch nicht gerade feige und auf den Mund gefallen ist er auch nicht. Naja, wenn Männer Farbe bekennen sollen, dann ticken sie doch alle gleich. Die ducken sich und sind weg. Am Ende gibt's nur zwei Möglichkeiten. Ja, welche? Er will dich oder will dich nicht? Naja, er will mich, also jedenfalls wollte er mich. Nicht umdrehen, er ist da. Hallo. Espresso bitte. Und so wie es ausschaut, will er sich bei dir entschuldigen. Wird aber auch Zeit. Die Blumen sind echt schön, ich nehme aber trotzdem noch Bares. Die sind für meine Frau. Ich will auf den Friedhof. Es tut mir leid. Wenn sich einer entschuldigen muss, dann bin ich das. Er geht auf mich. Echt? Klar. Danke. Ciao. Das hätte mir doch klar sein müssen, oder? Oh, Marlene, wenn ich dich das nächste Mal verfolge, versteck dich nicht in der Küche, ja? Tanja, ich bin mir sicher, du hast eine Menge guter Gründe, warum du das Geld abgezweigt hast. Ich möchte es aber nicht hören. Okay, okay. Wie geht's denn Dana? Wieso? Ist sie wieder mit Hagen zusammen, jetzt wo er zurück ist? Um ehrlich zu sein, sie geht total auf Abstand zu ihm. Was? Ja. Wieso? Sie hat ewig um ihn getraut und jetzt lebt er doch. Ah, siehst du? Es ist, weil er sich verändert hat, richtig? Marlene, das hat er wirklich. Er hat sich nie um die Familie geschert und plötzlich will er alle in eine glorreiche ökologische Zukunft führen, weil Ludwig das angeblich so wollte. Keine Ahnung, vielleicht war es wirklich so, aber
Ich weiß nur, dass Sebastian so hart gearbeitet hat, um dieses Familienunternehmen abzusichern. Oh, Tanja, bitte. Nein, Marlene, wirklich. Du warst bei LCL. Du weißt besser als ich, wie wir uns alle gegen die Bergs durchsetzen mussten. Wie Ansgar beinahe Königsbrunn verkaufen musste. Hagen hat das alles nicht miterlebt. Ja, weil er sich so lange auf seiner einsamen Insel bequem gemacht hat. Willst du das damit sagen? Nein, das will ich nicht damit sagen. Aber er muss doch irgendwie respektieren, dass sich einiges verändert hat. Ganz ehrlich, er kann nicht von uns verlangen, dass wir Landstein Enterprises zu einem Öko-Bauernhof machen und alle brav befolgen, was er möchte. Ja, aber das tut Hagen doch gar nicht. Wenn du mich fragst, er ist noch nicht wirklich wieder in der Zivilisation angekommen. Never win, I never lose. Bist du sicher, dass dieser Hillmann hier ist? Hat sein Nachbar doch gesagt. Was macht er denn hier? Ich weiß es nicht, ich habe ihn noch nicht gefragt. Tut mir leid, ich bin nervös. Ich auch. Warum machst du das alles für mich? Das weißt du doch. Ich glaube, ich komme jetzt allein klar. Gut, dann warte ich im Wagen auf dich. Du kannst eigentlich auch schon nach Hause fahren. Ich nehme mir dann ein Taxi. Aber ich habe mich schon darauf eingestellt, dass ich auf dich warte. Ja, bis Mittag, aber das kann ja auch ein bisschen länger dauern. Also, danke. Gut, viel Glück. Was ist aus LCL geworden? Geklaute Entwürfe, fragwürdige Designs, überall Skandale. Der Gipfel war diese geplatzte Pelzkollektion. Daran war aber Alexa Berg schuld. Das ist mir egal, ich will das nicht. Ich will Kleidung aus fair gehandelten Stoffen. Biobaumwolle, Bioseide, Milchfasern. Milchfasern? Ja, perfekt für Allergiker. Ganz ohne Chemie und vor allem für jedermann bezahlbar. Ich will raus aus diesem Luxussegment und vor allem werde ich LCL drastisch verkleinern. Moment. Heißt das, du willst Leute feuern? Wie das klingt, natürlich nicht fristlos. Das heißt nur, dass die meisten Verträge nicht verlängert werden. Und? Marlene ist gerade bei Hagen dran. Und? Hast du sie überzeugen können? Ich weiß nicht. Marlene, ich fühle mich in erster Linie für unsere Familie verantwortlich. Die Öffentlichkeit schaut auf uns. Es wird Zeit, dass wir das nutzen. Das tut ihr. Ihr gebt andauernd für irgendwas, irgendwelche Pressekonferenzen. Nutzen, um mit gutem Beispiel voranzugehen, für mehr Fairness, mehr Nachhaltigkeit. Wir müssen alle sorgsamer mit unseren Ressourcen umgehen. Ja, aber Hagen, LCL war in einer schweren Krise. Und das mehr als einmal. Und es ist der Verdienst jedes einzelnen Mitarbeiters, dass diese Krisen überwunden wurden. Wenn ich das Gestüt weiter ausbaue, brauchen wir dort wieder mehr Mitarbeiter. Ich fühle mich lieber für Leute verantwortlich, deren Motive sich mit meinen decken. In diesem Sinne. Weißt du schon, welche Summe ich dafür zur Verfügung habe? Kann ich kurz mit dir reden? Natürlich. Bevor du loslegst, ich weiß selbst, dass mein Verhalten unmöglich war. Du warst auf dem Friedhof bei deiner Frau, oder? Woher weißt du das? Ich habe dich im No Limits gesehen mit Buschrosen. Das waren doch ihre Lieblingsblumen.
Das mit uns ist es einfach noch zu früh. Hm? Das ist mir gestern auch irgendwie klar geworden. Ja. Ich hab dir doch gesagt, ich kann damit umgehen. Deswegen würde ich vorschlagen, wir vergessen einfach, was passiert ist, oder? Hm. Schade. Ja, danke. Ja, dann würde ich sagen, wir behalten es einfach in guter Erinnerung und reden nicht mehr drüber. Das ist für mich auf jeden Fall kein Grund, unsere Freundschaft aufzugeben. Gut, wenn du das so sehen kannst. Dann ist alles wieder gut. Ja, klar. Ja, ich muss dann mal wieder. Der Nachbar hat mir gesagt, wo ich sie finde. Ja, ich bin hier, weil ich mich entschuldigen will. Ja, wie Sie sehen, sitze ich jetzt auch im Rollstuhl. Ja, das tut eigentlich nichts zur Sache. Ja, wie Sie wissen, bin ich nach dem Unfall verurteilt worden, habe im Gefängnis gesessen. Das gab mir Zeit zum Nachdenken, sehr viel Zeit. Ich trinke nicht mehr. Kein Tropfen. Meine Strafe habe ich also abgesessen. 2 Jahre lang. Aber es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an Sie denke. Sind Sie jetzt fertig? Nein, eigentlich nicht. Ich habe gedacht, vielleicht können wir um einen Kaffee trinken gehen oder so. Einen Kaffee trinken? Hören Sie sich eigentlich selbst zu? Sie können mir noch nicht mal in die Augen sehen. Sie können auch nicht mehr laufen. Ein Unfall, wie bei mir damals. Dann haben Sie gedacht, Mensch, haben der Hillmann und ich doch was gemeinsam. Ich habe meine Beine verloren. Ich habe meine Frau verloren und meinen Job. Ihretwegen. Wenn ich gläubig wäre, dann könnte ich ihn vielleicht verzeihen. Bin ich aber nicht. Und deshalb verfluche ich sie jeden einzelnen Tag. Nochmal. Ich habe noch was vergessen. Ich habe vergessen, mich zu entschuldigen dafür, dass ich dich versetzt habe. Ach, du hast dich schon entschuldigt. Habe ich das wirklich? Naja. Auf jeden Fall. Oh, danke. Ich sag danke. Dafür, dass du mich manchmal besser verstehst als ich mich selbst. Herr Wolf! Sie halten mein Personal entschieden zu oft von der Arbeit ab. Ja, tut mir leid, aber das war jetzt wichtig. Ja, Frau Schumann, haben Sie meine Besorgung? Ja. Hier. Entschuldigung. Dankeschön. Das war ein hübscher Strauß. Ich geh mal lieber, bevor ich hier noch Hausverbot bekomme. Du hattest recht. Hagen hat sich verändert. Ich weiß auch nicht, wie ich es erklären soll. Also, irgendwie zieht er nur noch sein Ding durch. Früher, da hat er auch mal andere machen lassen. Aber jetzt,
Jetzt will er einfach alles kontrollieren. Bedeutet was? Unser Gespräch hier, das hat nie stattgefunden. Kann ich mich darauf verlassen? Das kannst du, Marlene. Ich habe Hagen gesagt, dass alle Abteilungen bei LCL ihr Budget offensichtlich voll ausgeschöpft haben. Danke. Du bist eine echte Freundin, Marlene. Ja. Du hast sie überzeugt. Ich weiß nicht wie, aber du hast sie überzeugt. Danke für die Blumen, aber du musst dich auch bei Hagen bedanken. Wenn der nicht von seinem Weltverbesserungstrip runterkommt, hat er keine Chance. Wir sind einfach das perfekte Team. Küss mich. Warten Sie. Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Ich will nicht mit Ihnen reden. Sie hassen mich, das verstehe ich. Ich hasse mich selbst für das, was geschehen ist. Aber ich kann so nicht weiterleben. Niemand zwingt Sie dazu. Auch Ihre Verbitterung verstehe ich. Ist auch ein Grund, weswegen ich hier bin. Weil ich nach einem Weg suche, wie ich wenigstens einen Teil wieder gut machen kann. Wissen Sie, ich arbeite in einer großen Modefirma und ich kann Ihnen dort eine Stelle verschaffen. Oder wenn Sie das nicht wollen, kann ich Ihnen auch Geld anbieten, damit Sie sich was Neues aufbauen können. Ich denke, wir finden gemeinsam eine Lösung. Mein Rückenmark ist zerstört. Aufgrund einer Trümmerfraktur. Bitte korrigieren Sie mich, aber meines Wissens nach gibt es dafür keine Lösung. Warten Sie. Fass mich nicht an! Na, wie fühlen Sie sich? Brauchen Sie Hilfe? So wie ich damals, als Sie mich haben liegen lassen? Es tut mir leid! Das ist mir egal! Sie wollen, dass ich Ihnen verzeihe. Aber das wird nicht passieren. Nie im Leben. To you.